Hallo liebe Pilzfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Waldrunde. Ja, und es ist die erste Waldrunde im Juni und gleich haben wir wunderbar tolles Sommerwetter erwischt. Ja, es ist sehr warm, fast schon ein bisschen schwül. Und ja, heute geht es wieder in den Laubmischwald. Und hier war ich das letzte Mal vor ungefähr 2 Wochen. Ja, und zwischendrin haben sich jetzt Sommersteinpilz und Pfifferling finden lassen. Und jetzt will ich hier mal ein paar Stellen kontrollieren, ja, ob vielleicht andere Pfifferlingsarten, wie zum Beispiel der blasse Pfifferling auch da sind, ob es hier auch Sommersteinpilze mittlerweile gibt. Ja, und ob auch vielleicht die ersten Täublinge endlich mal kommen und ja, ob auch der Perlpilz oder andere Wulstlingsarten wie Scheidenstreiflinge oder der graue Wulstling sich endlich bei uns zeigen. Ja, wird bestimmt wieder eine spannende und interessante Runde. Würde mich freuen, wenn es mich begleitet. Ja, und dann starten wir mit einer wunderschönen Waldrunde ins Wochenende. Ja, und so macht es doch dann wie immer richtig Spaß. Ja, liebe Pilzfreunde, ich bin jetzt da oben. Da, wo man das Gras da oben sieht, bin ich jetzt in den Wald rein. Ja, und gleich, weiß ich nicht, 50 Meter weiter, schaut mal, was ich gefunden habe. Gleich eine große Gruppe mit Rotfußröhrlingen. Ja, und es ist nicht alles. Gleich hier drüber steht auch vermutlich ja, ein Scheidenstreifling oder die Überreste davon. Ja, und das ist doch ein gutes Zeichen. Auch wenn es hier nur Überreste sind, man sieht ja deutlich den typisch gerieften Hutrand von den Scheidenstreiflingen. Ja, und auch der Stiel ist so ein bisschen typisch dünn, lang. Kein Stielring. Ja, das ist so ein Zeichen, dass das wahrscheinlich mal ein Scheidenstreifling war. Aber jetzt haben wir innerhalb von, ja, weiß ich nicht, 2 Minuten, wo wir wirklich gezielt suchen, gleich 2 Arten. Ja, und das ist doch mal ein vielversprechender Beginn. Ja, und wer vielleicht die Tour vom Montag gesehen hat und sich noch erinnern kann, da hatten wir den echten Rotfußröhrling. Und hier vermute ich fast so kräftig, wie die Fruchtkörper aufgebaut sind, ja, dass es vielleicht sogar der stattliche Rotfußröhrling ist. Klären kann man das auch hier wieder über Schnittbild. Ja, und da werden wir jetzt gleich mal den einen Fruchtkörper hier ernten, Schnippelt machen und dann gleich mal prüfen, ja, um welche Rotfußröhrlingsart es sich handelt, ja, und ob ich da mit meiner Vermutung stattlicher Rotfußröhrling korrekt liege. Also nehmen wir mal raus und schauen wir uns im Detail an. Ja, und es ist wie vermutet der stattliche Rotfußröhrling. Ja, man sieht hier schon, der ist zwar auch so ein bisschen rötlich verfärbt, aber überwiegend ist das Stielfleisch gelblich. Ja, und das ist da entscheidend. Und da es auch sonst keine Farbveränderung gibt, also dass er irgendwie sich bläulich verfärbt oder irgendwas in diese Richtung, sollte das der stattliche Rotfußröhrling sein. Ja, und ich blende euch jetzt nochmal zum Vergleich das Schnittbild vom echten Rotfußröhrling am Montag ein. Da denke ich, kann man den Unterschied sehr gut erkennen. Also hier, wie gesagt, bei dem Fund nur ganz, ganz dezente Rotverfärbung im unteren im Stielbereich. Ja, und beim echten Rotfußröhrling ist die untere Stielhälfte wirklich deutlich, deutlich rötlich verfärbt. Ja, und auch so ein Indiz, wo man es auf den ersten Blick sehen kann, ist der Fruchtkörper, weil der einfach deutlich, ja, wie der Name schon sagt, stattlicher ist. Also der ist deutlich ergiebiger, größer, hat meistens einen dickeren Stiel. Ja, und so kann man die beiden Arten dann, denke ich, relativ einfach auseinanderhalten. Und wie gesagt, sicher geht es halt immer nur über Schnittbild bei den beiden Arten. Aber für den normalen Sammler ist es eigentlich nicht relevant. Wichtig ist halt immer bei den Rotfußröhrlingen, solche alten Exemplare nicht sammeln, ja, weil die sehr schnell zu Goldschimmelbefall neigen. Da sind alle Rotfußröhrlinge eigentlich gleich, egal ob es jetzt der echte oder der stattliche Rotfußröhrling ist. Da muss man wirklich ein bisschen aufpassen. Aber jetzt sehe ich gerade aus dem Augenwinkel, wenn ich jetzt hier mal rüberschaue, steht da sogar noch ein junges Exemplar. Ja, und da werden wir bei dem jetzt mal schauen, wie es da auf der Hutunterseite aussieht. Ja, und wenn der sich fest anfühlt und von der Hutunterseite noch tipptopp aussieht, dann wäre das auf alle Fälle ein Exemplar, das man mitnehmen kann. So in dem Alter, denke ich, kann man das bei den Rotfußröhrlingen dann schon verantworten. Aber wie gesagt, so Funde wie hier oder auch die noch ein bisschen älteren hier, die sollten auf alle Fälle lieber im Wald bleiben. Ja, und viel weiter bin ich nicht gekommen. Ich weiß nicht, kann man es im Video sehen, da hinten die 2 Rotfußröhrlinge, die wir ja eben stehen gelassen haben. Ja, wenn ich jetzt hier schaue, ein wunderschöner Scheidenstreifling.
Was für ein toller Fruchtkörper. Ja, und der ist einfach viel zu schade, um ihn zu ernten. Also so schön, wie der da steht. Ja, da darf der auch stehen bleiben. Aber ich habe den trotzdem mal ein bisschen freigelegt. Ja, und jetzt können wir mal auf ein paar Merkmale eingehen, die die Scheidenstreiflinge ja so ein bisschen ausmachen. Ja, und das Erste, was auf der Hutoberseite gleich auffällt, ja, ist der deutlich geriefte Hutrand, wie man hier sehen kann. Und das ist so ein Merkmal, das eigentlich alle Scheidenstreiflinge besitzen. Ja, und ein fehlendes Merkmal, das die Scheidenstreiflinge haben, ist der Stielring. Ja. Also viele, viele Knollenblätterpilze aus der gleichen Gattung haben einen Stielring, ob es jetzt der Perlpilz ist, ob es der Pantherpilz ist. Die haben alle einen Stielring, ja, aber die Scheidenstreiflinge eben nicht. Ja, und das ist auch so ein Indiz, dass es sich um Scheidenstreiflinge entsprechend handelt. Ja, und was auch so ein bisschen besonders ist, obwohl es ein Knollenblätterpilz ist, hat die Art an der Stielbasis keine Knolle, sondern nur eine Scheide, die man hier sehen kann. Also dieses bisschen lappige Gebilde hier, das ist die Scheide. Ja, und da wachsen die Scheidenstreiflinge eben entsprechend raus. Ja, ansonsten sind die Scheidenstreiflinge auf Artebene gar nicht so einfach zu bestimmen. Und da kommt es auf viele Details an, so wie die Außen- und Innenfarbe von der Scheide an der Stielbasis. Aber hier, denke ich mal, gehe ich rein farblich, ja, und auch von den Resten hier auf der Hutoberseite davon aus, dass es der grauhäutige Scheidenstreifling ist. Ja, und wie gesagt, ist einfach ein wunderschöner Fruchtkörper. Macht Spaß, sowas zu finden. Ja, und auch wenn die Art essbar wäre, darf die natürlich hier jetzt stehen bleiben in dem Zustand. Da reicht die Freude über den Fund locker aus. Ja, und da muss sowas nicht im Korb landen. Ja, und tatsächlich sind jetzt auch hier in diesem Wald die Sommersteinpilze angekommen. Das heißt jetzt natürlich, dass wir die anderen Stellen auch kontrollieren werden. Ja, und vielleicht haben wir Glück, dass wir ein paar schöne, frische, knackige Sommersteinpilze finden. Klar, so richtig Vollgas wird es bei uns noch nicht geben, denke ich. Also da ist es noch ein bisschen sehr, sehr früh. Aber vereinzelt kann man sie halt jetzt einfach dieses Jahr schon finden. Ja, und vielleicht sind noch zwei, drei schöne Funde an anderen Stellen möglich. Aber den hier werden wir, denke ich, jetzt mal stehen lassen. Ja, und hier an diesem Weg geht es ziemlich steil bergauf. Ja, und jetzt habe ich mir jetzt doch mal eine kleine Pause gegönnt. Es ist sehr, sehr warm. Ja, und wie immer, wenn ich so eine Pause mache, schaue ich mich trotzdem nebenbei ein bisschen um. Ja, und zum Glück habe ich das getan. Schaut mal da vorne. Da steht tatsächlich der erste Täubling. Ist es nicht fantastisch? Gott sei Dank habe ich mich umgeschaut, sonst wäre mir das hundertprozentig entgangen, ja, weil ich hier nicht rechts, sondern links an diesem Mooshügel vorbei bin. Ja, dann würde ich sagen, verschieben wir die Pause auf später. Ja, und schauen uns den Täubling mal genauer an. Ja, und das Erste, was wir bei Täublingen immer machen, ist erstmal die Hutoberseite anschauen. Ja, wie sieht es denn farblich aus? Da gibt es ja ein extrem breites Farbspektrum von leuchtend gelb über ja, eher rotbräunlich, dann bläulich, dann grünlich, dann pink, dann fleischrot, leuchtend rot. Also da gibt es die unterschiedlichsten Farben. Ja, und da gibt es je nach Farbe dann schon so einen ersten Anhaltspunkt, in welche Richtung es gehen kann. Ja, und dieser Fruchtkörper hier hat so eine typische Frauentäublingsfarbe, würde ich sagen. Ja, so nicht eindeutig hier oben so ein bisschen grünlich, an der Seite ein bisschen bläulich, hier an der Seite ein bisschen violett. Ich weiß nicht, ob man es im Video so gut erkennen kann. Ja, einfach so ein bisschen ein bunter Mix, ja, aus verschiedenen Farben. Und das ist schon mal so ein erstes Indiz für uns, dass das in die Richtung Frauentäubling gehen kann. Ja, und wenn der Frauentäubling im Verdacht steht, dann gibt es da schon mal im gleichen nächsten sehr, sehr einfachen Schritt, ja, wie man das feststellen kann, ob es ein Frauentäubling ist oder eher nicht. Ja, und zwar drehen wir dazu den Fruchtkörper, den wir gefunden haben, einfach mal um. Ja, und dann fahren wir mit dem Finger mal vorsichtig so ein bisschen über die Lamellen. Ja, und wie man hier sehen kann, die Lamellen sind total weich, ja, die lassen sich biegen und da splittert überhaupt nichts. Und das ist ein sehr, sehr starkes Indiz dafür, dass es ein Frauentäubling ist. Das Tolle bei den Täublingen ist aber auch, dass man bei denen eine Geschmacksprobe durchführen kann.
Ja, bei der Geschmacksprobe, da beißt man am besten ein Stück Hutfleisch mit Lamellen und Huthaut ab und kaut es eine Minute lang. Ja, und wenn die Geschmacksprobe angenehm ist, dann ist es eine essbare Täublingsart. Und wenn die Geschmacksprobe unangenehm, also zum Beispiel extrem scharf, bitter, irgendwas in diese Richtung ist, dann handelt es sich um eine ungenießbare oder giftige Art. Wichtig ist dabei aber immer, wenn ihr vorhabt, eine Geschmacksprobe durchzuführen, dann müsst ihr wirklich bei der Gattungszuordnung zu 100% sicher sein. Ja, also wenn ihr da einen Fund vor euch habt und ihr könnt ihn zu 100% in die Gattung der Täublinge einsortieren, kein Problem, dann könnt ihr auf alle Fälle eine Geschmacksprobe machen. Wenn ihr euch da aber unsicher seid, dann solltet ihr von der Geschmacksprobe lieber Abstand nehmen, weil eine Verwechslung mit einer stark giftigen Art, zum Beispiel aus der Gattung der Knollenblätterpilze oder irgendwas in diese Richtung, ja, die kann da schon gefährlich sein, selbst wenn es eine Geschmacksprobe ist, die dann ausgespuckt wird. Also nochmal zusammengefasst, wenn ihr eine Geschmacksprobe macht, dann wirklich nur bei Täublingen bzw. bei Arten, die ihr da eindeutig zugeordnet habt. Und wenn der Geschmack angenehm ist, ist es eine essbare Täublingsart. Wenn der Geschmack unangenehm scharf oder bitter oder irgendwas in diese Richtung ist, dann handelt es sich um eine ungenießbare oder giftige Art. Ja, mit diesen sommerlichen Eindrücken aus meinem Lieblings-Sommersteinpilzwald, ja, verabschiede ich mich jetzt von euch. Ja, ihr habt es gesehen, allzu viel war nicht los, aber ein paar schöne Funde waren dabei. Der erste stattliche Rotfußröhrling in diesem Jahr, der erste Täubling, der erste Scheidenstreifling. Also da kann man sich dann eigentlich dann doch irgendwie nicht beschweren. Ja, und in dem Wald ist es halt einfach so, ich kann ja hier mal rüber filmen. Das ist alles so ein bisschen, ja, mit Schluchten durchzogen und dementsprechend gibt es hier viele, viele Habitate, bei denen es eigentlich fast nur schattig ist, ja, und wo die Sonne nur ganz, ganz schwer hin kann. Und um diese Jahreszeit ist es einfach so, dass an Stellen, die ein bisschen lichter sind, wo die Sonne gut hin kann, einfach schon, ja, deutlich mehr los ist. Ja, und dementsprechend ist es gar nicht so verwunderlich, dass hier vielleicht noch ein bisschen weniger los ist. Aber wie gesagt, ein paar Neuankömmlinge hat man, ja, den einen Sommersteinpilz an der freien Fläche. Und mir hat es auf alle Fälle Spaß gemacht, auch wenn es jetzt nicht so viel zu finden gab. Und das ist doch dann letztendlich immer die Hauptsache. Ja, ich wünsche euch jetzt einen guten Start ins erste Juni-Wochenende. Ist ja für alle hoffentlich ein verlängertes Wochenende, Montag, Feiertag. Hofft mal, ihr habt noch nicht irgendwie Feiertagsdienst oder so bei euch in der Arbeit. Ja, und dann denke ich mal, hat jeder einen zusätzlichen Tag, wo er vielleicht die Chance hat, in den Wald zu gehen und die Natur zu genießen. Und das ist doch das, was zählt, ja. Weg von dem Arbeitstrubel, rein in den Wald. Und die Natur genießen, das ist Balsam für die Seele und macht einfach nur Spaß. Also macht es gut, habt ein schönes Wochenende und dann sehen wir uns schon bald auf der nächsten Waldrunde oder im nächsten Pilzporträt. Bis dann!